Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin, und wir haben hier Schreitusse und Party und alles drunter und drüber und ja, hallo erstmal. Ja, nochmal, komm Mädel, tu dir keinen Zwang ein, ich meine, tu dir keinen Zwang an. Naja. Ich war hier an rumhämmern und dann passiert sowas. Na toll. Naja. Was soll's? Sonst wird's ja langsam. Ja, die sind langsam. Der nicht, der ist schnell. Langweilig, weiß ich. Langweilig. Das ist jetzt überhaupt nicht langweilig. Ah, ist das schön. Ich mag sowas. Aber doch nicht auf einmal. So. Ich wollte eigentlich ja nicht die da hinten treffen, aber hey, was soll's? Naja, ich hatte es ja auch fast geschafft, ja. Sagen wir mal so, das war schön. Ein bisschen Abwechslung. Wupp, 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 wupp. ja, ich konnte ihm ja nicht so schnell drücken. Also die erste Schreitusse hatte ich weggeknallt, ja. Nee, Moment, man hört sich auch falsch an. Ich hab's erwischt und dann hat sie uns erwischt und dann war es entwischt. Ja. Ich würde mal sagen, wir müssen noch den Zwickplatz müssen wir wegkloppen. Und dann können wir endlich nochmal los. Wir brauchen ja, wie gesagt, wir brauchen hier diese Electrical Parts. Sonst können wir nämlich keine Zäune herstellen. Was ein bisschen blöd ist. Und wir brauchen sie ja später für unsere Blade Traps und Motoren. Ja, wir brauchen sie halt für alles. So ist es nun halt mal. Das hat aber ziemlich lange gedauert, bis die Schreierin ankam. Wir haben jetzt so unten den Ofen durchgehend, brennt an. Nee, wir haben mehrere Öfen an. Naja. Vielleicht hat sie keine Zeit gehabt. Vielleicht war sie gerade beschäftigt. Hm? Kann ja sein. Wir sind ja nicht die Einzigen. Obwohl, sind wir schon. War ja Apokalypse. Echt mal? Wo sind die gewesen? Wenn hier Apokalypse ist oder so, ist da ja keiner da. Das sind doch noch welche hier. What the fuck? So, so hat das vorhin auch angefangen. Und dann stand sie da. Die blöde Kuh. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Vor allen Dingen, warum ist denn da unter auch schon wieder Fusch? Weil sie es gebaut haben, Kabin. Ja, nee, ist klar. Ich wollte euch bloß zeigen, wie man nicht macht. Wie man Material verschwendet. So. So tut man das. Jetzt wisst ihr. Und so macht man das richtig. Und dann repariert man ein bisschen. Ja. So wie ich. Au, 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 au. Achso, da kommt auch noch hinein. Das passt, das passt. Das wird ja eh nachher wieder kurz weggeknackt. Und dann kommt da neues Zeug ran. Naja, passt doch. Ist doch alles schön. Nee, du musst noch weg. Du musst weg, du bist veraltet, da kommt ein neues hin. So, dann kommt da noch ein Stück ran, dann kommt da noch ein Stück ran. Das mache ich das eben halt hier oben, weil die kloppen immer nach oben. Hm, dann kriegen sie nämlich nochmal Schaden. So. Ups, Entschuldigung. Hans guckt in die Luft. So, warte mal, denn da? Warum ist denn das schon wieder hier weg? Deswegen kann die das auch jedes Mal wieder wegknallen. Das ist ja. Ist ja eine Frechheit. Das ist ja ein Skandal. So, das ist jetzt wunderschön. Ach, was soll der Geiz hier? Nimm, nimm. Friss und stopp. Mhm. So, toll. Toll. Toll hast du gemacht. Du brauchst später auch noch was. Du Dummkopf.
Na, wir haben doch hier noch Metall. So, dann werden wir mal schnell unsere Tasche ausleeren. Die ist nämlich ein kleinen Tick voll. Und dann werden wir mal unterwegs. Wir haben ein bisschen Action und so. Wird nämlich langweilig hier. So, warte mal. Warum ist denn das hier immer noch so hell? Nö, schaut. Hier, alt-original. Hier. Fast alt-original. Warte mal kurz. Das ist ja so. Und dann können wir hier noch ein bisschen... Ich glaube, wir können... Am Tag können wir das ein bisschen anmachen. Ein bisschen. Kontrolle ist 60. Ja, 60 FPS. Ja, das geht. Kann man mal machen. So, wir schmeißen das natürlich hier alle bloß rein. Und holen uns das in 20 Jahren irgendwann mal wieder. Ich weiß nicht. Vielleicht. Wo halten wir das jetzt her? Gut. Gut, dass ich das weiß. So, mal die Axt, die brauchen wir auf jeden Fall. Und das nehme ich mit, weil Kohle später nochmal, ne? Müssen wir nämlich auch noch holen. Der Platz, der reicht. So, dann wollen wir mal los. Es gibt zwei, drei Häuser, die wir nochmal durchsuchen müssen. Das heißt, wir müssen echt jetzt müssen wir anfangen, die Kühlschränke auseinanderzubauen. Denn wir wissen... Autoteile, da werden wir sie nicht kriegen. Das ist der Schatten hier. Ich verstehe das nicht. Letztes Mal, wo wir Schatten aktiviert haben, war er nicht da. Jetzt ist er Villa da. Der hat auch wohl wahrscheinlich bloß bestimmte Arbeitszeiten. Der Schatten. Der kommt und geht, wann er will. Ich verstehe das nicht. Was ist denn das für eine Einstellung, Schatten? Hast wohl einen Schatten. Ups. Das Knacken ist ein Zeichen. Karwin hat schon wieder vergessen, die Uhr einzustellen. Würde jetzt jemand sagen. Aber dass es Kinder mit, da das Kinder mitgekriegt hat, ist das halt in Ordnung. Guck mal da. Okay, das üben wir nochmal. Guck mal da. Hopperu! Warum hat der uns gehört? Wir schießen doch bloß mit Pfeile. Ach, schwieriger und so. Sag mal, hören die jetzt auch Pfeile oder was? Ui! Hallöchen! Wo willst denn du hin? Du... Kacker! Das ist Mogeln! Du schummelst! Dein Kumpel hat geschummelt, deswegen. So, beschwer dich bei ihm. Komisch. Da haben wir wieder das Problem. Ich hab mit Pfeile geschossen, das hat der eine gehört und ist rausgekommen. Ich hab jetzt wie ein Wahnsinn herumgeballert. Das sieht die da drin nicht. Die tut mir nicht an. Nee, lass mal. Die klären das schon alleine. Die sind alt genug. Toll, jetzt hat der Penner mir das Bein verstaucht. Sag ich doch. Was für eine Kackbratze. Dabido, dabido. Ja, toll. Und das spawnt natürlich. Oh, doch. Komisch. Das spawnt aber da hinten an der Ecke natürlich nicht. Dabido, dabido. Ey, wir haben Farbe gekriegt. 100 Stück, Alter. Damit werden bestimmt hier die Leichen imprägniert. Werden sie haltbarer gemacht. So, das ist mir ein bisschen ganz schön eng, ist mir das hier. Toilettenkramer. Toilettenkramer. Karbin ist ein Toilettenkramer. So. Komisch, aber hier ist er auch alt respawned. Das ist er. Schiebung. Schiebung. Hey, Munition. Die haben schon wieder Munition beerdigt. Wir sind hier eben halt in den USA. USA.
USA. Ey, Pinsel. Hier ist alles möglich. Alles kann, nisch muss. Ein Land, in dem sie gerne und gut leben wollen. Können, tun und so. Ah, ist das schön. Fehlt bloß ein bisschen mehr Farbe. Dann werd Idiol. Uiuiuiui, ich bin weg. Ein Polizist? Nee, ist ja ein Soldat. Hallo. Er hat mich angegriffen. Ich bin nicht schuld. Das war klar. Das hast du davon. Das ist aber kein Hoppen. Haben wir nochmal Schwein gehabt. Da war sie weg. Die Rübe. Oh oh. Das war doch nie alles. Da kommt noch was. Und da war es weg drüber. Wo ist denn der? Ich glaube, wir müssen ihn suchen gehen, sonst bricht er sich nur die Pfote. Mensch, Junge, wo bist du? Oh, da ist ein Sportfuzzi. Oh, da war ein Sportfuzzi. Rektal auf Riss. Nee, Rektal ist ja hinten rum. Moment mal, der ist auf einmal so ruhig. Dit lässt mir keine Ruhe. Das ist mir ein bisschen komisch, unheimlich. Sieht da in den anderen Dings sind ja auch noch Behälter gewesen, die vielleicht noch was drin waren und so. Ein Knochen! Das ist ein Knochenjob. So, das ist bloß. Das sieht bloß so aus. Und schon wohl das Inventar voll. Ich mag das. So, da Stoff braucht. Das kann eigentlich alles weg. Das braucht man nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Also Aloe Vera auch nicht, weil das können wir nicht mehr einpflanzen. Ja, das Rottenfleisch, das braucht man für Dünger, glaube ich. Ich glaube, das war für Dünger. Dünger ist dir gegeben. Okay, lass es sein, Kabi. Lass es gleich sein. So, eine Ratsche. Das ist ja keine Ratsche, das ist ein Franzose. Globig. Noch mehr Farbe. Die obere Etage ist fertig. Noch mehr Farbe. Ey, wir sollten immer hier. Ganz komisch ist. Ich glaube, wir müssen raus. Das ist hier eine Sekte. Noch eine Ratsche. So, warte mal kurz. Eigentlich sind wir ja losgegangen, wenn ein Elektriker parts, ne? Glaube ich, irgendwie war da irgendwas. Also, ich kann mir ganz grau dran erinnern. Graue Eminenz. Badabum-Kugeln? Braucht man nicht. Weg damit. Braucht man schon, aber eben halt nicht in den Mengen. Wir brauchen sowas en masse. Polarwasser. Nischt. Nee. So, immer mit einem Arsch an der Wand, da kann nichts passieren. Munition. Mehr Munition. Also wir haben jetzt ja schon mehr gefunden als in der Horde.
Das wäre jetzt makaber zu sagen, Seta Leichenhalle Halle lohnt sich immer. Ich ein bisschen makaber. Und ich mag das, die wird's nicht. So, wir werden noch mal hier rein schauen. Da sind nämlich auch noch 1-2 Zombies und... Hallo! Hallo! Ach, da kommen sie doch schon. Das geht doch. Wie bestellt und nie abgeholt. Jetzt bleib doch mal stehen! Wie soll ich dich denn treffen? Oh. Das ist sein Bruder. Der ist pissig jetzt. Der ist richtig pissig, weil er hat nämlich jetzt keinen Kopf mehr. Oh ja. Ui, 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 ui. Gleich mal den Türrahmen mitgenommen. So. Alter, ich mag den Skill. Alter, der ist Gold wert. Das ist Wahnsinn. Wir müssen erstmal hier alles kaputt machen. Müssen wir nicht, aber wir tun's. Denn wir sind tun's. Hä? Okay. Ein Glas. Pullerwasser. So, Oh, 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 oh. Der Schreck, der kam ein bisschen spät, aber er kam. Spätzünder. Und ich bin schon wieder halb im Mikrofon drin. Alter. Das ist schlecht. Liegt auch sowas nicht außer Hand. wir sollten Bandagen und Lebenspaket mal schnell austauschen gegen die Schippe. Weil wir die am wenigsten jetzt brauchen werden. Es sei, wir wollen die wegschaufeln oder so. Weiß ich gar nicht. Was ich davor hatte. Das ist ja... Steht unter Verschluss. Ja, Federn weg. So. Ich schmeiß doch keine Kohle weg. Bin ich bescheuert oder was? Money, money, mein Dick. So. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Der Rest... Komm mit. Oh. Gut, Pinsel braucht man nicht. Wirklich. Ja, dann unterweisen sie wieder unsere Probleme. Also ich weiß schon wieder nicht, was ich wegschmeißen soll. Der ist grausam. So, der kommt weg. Gut. Ich würde mal sagen, unser Inventar ist wieder tuffig. So, weg. Das hätten wir scrappen und alt oder verkaufen oder sonst irgendwas, aber brauchen wir jetzt nicht. Ey Junge, ich komm doch schon, warte doch mal ab. Ach, immer diese Jugend, die kann nicht warten. Kick dir den nochmal an. Der ist doch völlig auf Drogen. Und immer dieser Lärm. Oh. So, erklär das mal deinen Nachbarn. Ach Mensch. Die Jugend. So. Das nehmen wir natürlich mit. Und das Geile ist, wir haben immer noch nicht gefunden, für was wir losgelaufen sind. Das ist ein Traum. Aber ich habe da fast guten Riecher. Ich glaube, wir werden das irgendwann mal noch finden. So, warte mal, wir werden das jetzt auseinanderschrauben. Der ist eh Arsch. Den brauchen wir jetzt eh nicht. Sag mal, habe ich auch einen Schrauber mitgenommen? Natürlich nicht. Zum Glück haben wir was gefunden. Alter, weiter. Ich laufe los wie ein Friseur. So, das ist falsch. Da. Ach, da ist es doch. Ganze 7 Stück. Jetzt haben wir schon 8 Stück. Da ist fast geschafft, das verwalten. Ey, ich red mir das gerade schön, ja. Falls ihr euch jetzt wundern solltet. Okay, 8 Stück, der ist zufrieden. Hallo! Jemand zu Hause? Ich geh da mal. So, da werden wir erstmal noch nicht reingehen.
Weil die kennen wir ja auch schon in- und auswendig, genauso wie das. Wie schaut's denn da aus? Da waren wir ja auch zwei, dreimal drin. Aber da hinten waren wir noch nicht oft genug drin. Das hört sich an wie eine Drohung. Ey, da waren wir noch nicht oft genug drin. Ha! Hula! Uschi! Travemünde! Oh, oh. So, wir warten. Wir warten immer noch. Der ist aber schnell. Holla, die Waldfee. Und da kommt sein Bruder. Du bist jetzt kein Zwilling mehr. Ich wollte bloß mal gesagt haben, ne? Ding dong. Mann, mach doch mal hin. Tut mir leid, Leute. Also, er musste von alleine schaffen, ne? Beeile dich. Hat zu lange gedauert. Sorry, Leute. Ich hab Geduld, aber alles hat seine Grenzen. So, da ist nichts. Yes! Polarwasser! Eine Taschenlampe. So, das sind wieder drei Teile. Das sind wieder drei Teile, die ich aber nicht suchen brauchen. Nicht? Das ist doch super. So, die Schränke sind alle. Aber da oben wird nichts mehr sein, ne? Oh, doch, eine Waschmaschine. Das können wir auseinanderbauen. Das könnte vielleicht ein, zwei Teile geben. Eine Toilette. Hier ist nichts. Gut, schauen wir mal nach. Yes, Polarwasser. So. Eine Jacke. Ein wenig Stoff. Mal kriegen wir überhaupt was dafür? Ja. Das Falsche, wir kriegen dadurch diese Komponenten, Mechanical Parts, aber wir brauchen hier Electrical Parts. So, warte mal, das machen wir mal clean. Ein wenig Platz sparen, Alter. Weg damit. Wir haben jetzt so viele Spikes mit bei, Pfeile. Bolzen. Armbrustbolzen, Mensch. Die dürften ein wenig reichen. Ey, seht ihr, Alter, in der Scheune waren wir schon lange nicht mehr drin gewesen. Also wirklich lange, also. Ungewöhnlich lange. Okay, warum bin ich jetzt voll? Ich bin voll im Geschäft. Okay, die können wir nicht einsammeln. Ich weiß nicht, wieso. Hat das jetzt einer geclaimt? Ihr hörtet jetzt ihn? Moins. Oh, jetzt sind sie alle wach. Und eine Schlange. Ich wäre beinahe aufgetreten. Das arme Ding. Oh, oh. Alter, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, was die machen, aber die haben leuchtende Ohren. Die sollten damit weniger, die sollten damit aufhören. Die haben entzündete Augen. So, warte mal, den Ballermann rauspacken hier. Das ist ja... Entschuldigung, ich wollte den hier vorne treffen. Passiert ab und zu mal bei mir. So, so und dann so und so. Jetzt hast du kein leuchtendes Auge mehr. Das ist repariert. So, das Auge ist auch wieder in Ordnung. Hä? Ach da! Uschi! Was machst du denn da? Mensch, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Na, wie jetzt? Bist ja ein schön grün, wa? Ist Galle, wa? Ist Galle. Ja, ich verstehe das. Ich könnte auch kotzen. Die Uschi, dass ich die mal wieder sehe. Ein Traum.
So, Schlingelschlange. Gibt ja eigentlich ein bisschen Fleisch, aber ich glaube, Fleisch ist das wenigste, was wir jetzt brauchen. Hätte ich nie träumen lassen, dass ich sagen würde, war Fleisch. Wisch damit. So, Munition. Money, money. Blei brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ah, das wird schön da hinten später. Was? Du hast Blei weggeschmissen? Haha, hättest du mal aufgehoben. Ja, dann würdest du jetzt nicht mehr dastehen, so wie du da stehst. So, warte. Oh. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Denn ich glaube, wir haben noch eine, die ist nicht so gut. So, Wasser. Das ist wichtig, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Obwohl, das können wir eigentlich mitnehmen. Wir haben ja elektrische Parts und mechanische Parts. Den Rest, den kann er ruhig wegschmeißen. Das ist, was sollen wir damit? Spielt jetzt kein Walzer. So, aber dafür lassen wir die Schlange liegen. Auch gut. Nö. Ich kann doch hier kein Fleisch nehmen. Das widerspricht mein Sein. Alles, aber kein Fleisch. Das Tier ist gestorben. So. Das Leder kann hier bleiben. Ich habe nicht was gegen Schlangenleder. Dafür müssen nämlich Tiere sterben. Herrlich. So. So können wir uns gleich erstmal ein bisschen unser Munition ein bisschen auffrischen, ne? So, was haben wir denn jetzt an... Okay, ist nicht die Welt, aber 1-2 Zaunteile kriegen wir fertig. Also, so ist es nicht. Jetzt werden wir nochmal schnell da hinten an die Häuser nachkicken. Manchmal ist ja so eine... Klimaanlagen. Vielleicht können wir da 1-2 klauen oder so. Ich habe da gerade was Schlängeln gehört. Naja. Der macht ihn so deprimiert. Was ich erstaune ist ja, ich habe jetzt wirklich für 7 Days extra eine Playlist eingelegt mit mindestens 50 oder 60 Lieder. Und er spielt immer ihn und dieselben 3-4 Lieder ab. Okay, 10 Lieder. Sind schon 10 Jahre, also mindestens. Aber trotzdem ist der Wahnsinn, ey. Microsoft, it läuft. Das ist nämlich der Microsoft Player. Ja, so ist es nun mal. So, das ist immer noch nicht. Hier sind ja die Wauzis da. Sag mal, gibt es überhaupt noch unten so Radiatoren, Kühler und so? Ich weiß das ja nicht mehr. Ich kann mich ja nicht daran erinnern. Das ist eine gute Frage. Hallo, Mr. Vegetable. Hallo, hat das jemand gehört? Jemand anderes? Okay, anscheinend nicht. Ein Reifen. So, ist hier oben irgendwas? Hier oben war doch was, ne? Sag ich doch. Gut. Das muss mit, das muss weg. Das ist auch alles wichtig. Warte mal, Vitamine. Vitamine, das passt. Das muss passen. was schmeiß ich denn jetzt weg? Jetzt nicht von denen Hinsicht, das ist ja weniger wert oder so. Ich kann noch nicht wegschmeißen, das geht nicht. So, ich glaube, wir müssen doch nochmal schnell nach Hause. Das geht so nicht. Ich muss hier Zeug wegschmeißen und liegen lassen. Da kommt mir ja schäbig vor.
Der Deal ist wohl nicht. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Geht euch doch der Mann hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, leck mich drum, Puppes. Okay, wir gehen nochmal zurück. Kicken, was wir jetzt an zwei rauskriegen. Dann gehen wir nochmal los. Kicken. So noch ein paar Teile. Vielleicht finden wir ja eh zwei Sachen. Dann müssen wir ja nochmal in der Mine. Wir müssen ja Material farmen. Dann werden wir auf jeden Fall. Muss sein, Leute. Eine kleine Baufeuer einlegen. Ich weiß bloß nicht wann. Der kann da nicht abschalten. Nee, es. Eine kleine Pipi-Baufeuer, so 300 Folgen und dann passt es schon. Aber ich muss sagen, Alter, unser Wald, der wird, also, es wird. Es sieht langsam aus wie ein Wald. Und der wird dann weggeholzt, weil wir das Holz brauchen. Ich habe so eine schöne Ideen jetzt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich die umsetzen soll. Warte mal, unser Keller hier in der Richtung, ne? Die Frage ist, bin ich denn jetzt im Keller? Warte mal, hier. Dann gehen wir da runter, dann gehen wir da hier. Wir müssten doch eigentlich mit den untersten Gebäuden mindestens wenigstens hier sein, nicht wahr? Oder ist das übertrieben? Das ist ja mal die Strecke. Ihr müsst ja die Treppen und so mitrechnen. Also ich schätze mal, wir sind ungefähr hier. Vielleicht ein bisschen weiter. Wir müssen mindestens mit dem, was ich vorhabe, mit unserem Bau bis hier kommen. Also unterirdisch. Alter, ist das riesig. Ich muss mir nochmal, meine Skizze kontrollieren. Das. Ich habe da was nämlich vorbereitet. Ein Planchen. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich den umsetze. Aber naja, was soll's. Naja. Aber das ist mein Problem. Ne scheuert. Wir können ja jetzt, wisst ihr was? Wir machen jetzt ein Folgenpäuschen. In der nächsten Folge werden wir anfangen, den Raum wenigstens fertig zu machen. Und dann gehen wir erst los, Mechanik-Parts suchen für Stromzaun. Dann werden wir Kohle und so holen. Aber erst machen wir den Raum fertig, dass wir endlich mal hier ein bisschen in eine Pötte kommen hier. Kann ja so nicht weitergehen, das geht ja überhaupt nicht. Also Leute, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen und so. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel, lasst doch einen Daumen da, schreibt in die Kommentare. Ein Abo wäre auch nicht verkehrt, würde mich auf jeden Fall freuen. Und es wäre auch nett, wenn ihr euch die kleine Glöckchen, die da oben irgendwo ist, aktiviert, dass ihr dann seht. Der Kabin, der hat jetzt gerade ein neues Video drin. Das muss ich mir angucken. Vielleicht so ungefähr. Ja. Mich mal jetzt. Also Leute, macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.